freue mich, dass alle da seid, dass es allen möglich ist, heute mitzumachen und dass ich von der Anna die Stunde heute vertreten darf. Keine Sorge, nächste Woche ist sie wieder gewohnt, fängt an. Heute müsst ihr mit mir, heute dürft ihr mit mir vornehmen. Und ich habe mir für heute wieder Gedanken gemacht, was für Themen das wir machen konnten. Und eigentlich war es ja schon so frühlingshaft jetzt. Und ich bin jetzt vor zwei Wochen, wie ich spazieren war, habe ich sogar schon Palmkatzerl gesehen. War ich ganz erstaunt. Und habe mich eigentlich schon innerlich so ein bisschen auf den Frühling, auf den Neubeginn, aufs Wachsen eingestellt gehabt. Und zack, bumm, gestern ist der Wind gekommen und es ist schon wieder so richtig schön kalt und der Schnee ist da. Und man wird wieder daran erinnert, dass wir doch halt noch Februar haben. Aber nichtsdestotrotz würde ich mit euch heute gerne, weil ja einfach die neue Jahreszeit schon doch so ein bisschen vor der Tür steht und ihre Finger so leicht nach uns ausstreckt, möchte ich gerne passend dazu ein Thema machen. Und zwar will ich heute mit euch, damit wir gut in den Tag starten können und eine feine restliche Woche haben, würde ich mit euch gerne das Motto der Stunde Erdung und Verwurzelung machen. Dass wir uns einfach auch wieder mal mit Mutter Erde ein bisschen verbinden, dass wir unsere Füße spüren, schauen, wo unser Körper aufliegt und einfach auch, dass man immer wie so ein bisschen ein Wandel, wie ein Wandel im Wind, in der Luft um und um schwebt, kann ganz gerne mal passieren, dass man sprichwörtlich einen Halt verliert. Einfach, dass wir uns alle wieder ein bisschen hochholen, bei uns ankommen, ins Gespüren, in unsere Kraft, in unsere Stärke und in unsere Wurzeln wieder ein bisschen festigen. Und für das darf ich jetzt bitten, dass wir einen schönen aufrechten Sitz hängen. Und in der Unterlage, wenn es fein ist, vielleicht magst du auch heute mal was anderes ausprobieren, im Fersensitz gehen oder im Schneidersitz, mach es einfach bequem. Wenn du im Schneidersitz bist oder im Fersensitz, ziehe ich da einfach auch nochmal dein Sitzfleisch so ein bisschen nach hinten um, dass du richtig gut einen Kontakt mit der Unterlage, mit deinen Sitzbeinen wirklich herstellst. Und dann richte nochmal Wirbel für Wirbel deine ganze Wirbelsäule auf. Genieße richtig fein die Länge und mache auch deinen Nacken lang, indem du ganz leicht dein Kinn Richtung Brust schiebst. Roll die Schultern nochmal über die Vorhunde nach hinten, lass die Schulterplatte nach unten sinken. Und heute sagen wir mal Ja zum Tag, verzichten auf ein aktives Mudra und lassen einfach einmal nur erwartungsvoll die Handflächen Richtung Himmel zeigen. Und dann schließe einfach einmal deine Augen für einen Moment. Schnaufe einmal ganz fein durch. Und spüre mal deine Sitzbeinhöcker auf der Unterlage, den Kontakt. Und lass sie ganz schwer nach unten sinken. Verbind dich so richtig. Und spür mal ganz bewusst nach, wo jetzt dein Körper die Unterlage oder den Boden berührt. Wie schön satt deine Körperteile am Boden auflegen. Versuch dich noch ein bisschen mehr zu erden dadurch. Stabil zu werden in deinem Sitz, in deiner aufrechten Wirbelsäule. Und mit einer Scheitelkrone die Richtung Himmel zieht. Lass deine Gesichtszüge ganz wach werden. Speziell den feinen Bereich um deine Augen und um deine Nase.
lasse deinen Kiefer wieder ganz wach werden. Spür mal, wie angenehm das sein kann, wenn deine Gesichtszüge fein und entspannt werden. Und geh dann mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Spür, wie sie leicht und frei ein- und ausströmt, ohne dass sie beeinflussen will. Nimm mal bewusst den Weg deiner Atmung wahr, wie die Luft durch den Naseneingang und die Luftröhre bis in die Brust oder vielleicht gar vom Bauch in die Einströmung. Wie sie die durch den gleichen Weg wieder verlässt. Spür, wie das Leben atmet, ohne dass du aktiv etwas dafür tun musst. Dann lass jetzt ganz allmählich, ganz langsam deine Atmung tiefer werden, Richtung Bauch sinken. Spür wieder die Atmung. Bauchdecke, wenn sie einströmt, entspannt. Und wie sich der Bauchdecke wieder leicht zusammenzieht, wenn die Luft wieder ausströmt. Diese Bewegung muss gar nicht groß sein. Darf sich ganz natürlich anfühlen. Wenn du da jetzt deinen Rhythmus gefunden hast, leg deine rechte Hand auf deinen Bauch, deine linke auf dein Herz und spür nochmal bewusster, während du in Kontakt zu dir selber trittst, den Weg deiner Atmung. Und lass sie noch ein bisschen tiefer werden, indem du sie zuerst in den Bauch sinken lässt und dann deine Lungen noch ein bisschen mehr füllst und nachher noch Luft in deinen Brustbereich bringst. Zuerst hebt sich der Bauch
dann hebt sich die Brust. Mit der Ausatmung senkt sich die Brust und zieht sich dann die Bauchdecke zusammen. Lass die Atmung wie so eine Welle durch deinen Körper gleiten. Bemerke, wie viel Raum du dadurch in deinem Körper generieren kannst. Wie sich der Oberkörper weitet. Wie viel Platz du in dir selbst für dich und dein Leben hast. Einatmend, dein Bauchdecke entspannt. Deine Brust hebt sich. Ausatmen, deine Brust senkt sich. Und deine Bauchdecke zieht sich ganz sanft zusammen. Schenk dir da noch drei so ganz genüssliche, tiefe, yogische Atemzüge. Und lass dann, wenn du damit fertig bist, deine Hände wieder sinken und deine Atmung wieder ganz frei, leicht fließen. Spür dann nochmal deinen Körper, wie du jetzt da sitzt, verbunden, verwurzelt mit deiner Unterlage, frei atmend, mit einem Kopf, der Richtung Himmel zieht. Nur Verbindung mit Himmel und Erde schaffst. Bring dann langsam deine Handflächen zueinander. Reib sie wieder aneinander. Ganz schnell, dass Wärme entsteht. Und leg sie dann nochmal ganz fein auf dein Gesicht. Genieß die Wohltat, die du dir so schenken kannst. Die kleine Auszeit, die du so für dich schaffst durch die Dunkelheit, die du generierst. Und öffne langsam deine Augen, streich dein Gesicht aus. Ich bin ganz an in deiner Yoga-Praxis. Tu mal das, was gerade fein ist. Ich mag schon deinen Hals wieder mitnehmen bis zur Brust. Die damals richtig schön ausstreichen. Und lass dann auch wieder langsam deine Hände sinken. Und bring jetzt deine Hände hinter deinem unterm Rücken, verschränk die Finger, mach eine Faust. Bring die Faust auf die rechte Seite, so
soweit wie es geht. Und lass dein rechtes Ohr Richtung rechte Schulter sinken. Achte jetzt auch dabei drauf, dass dein Bauchnabel aktiv ist. In der Position fällt man gerne mal ein bisschen ins Hohlkreuz. Und dann genieße aber einfach diese feine Dehnung in deinem Hals. Lass weiterhin den Punkt zwischen deinen Augenbrauen ganz entspannt bleiben. Die Schultern sind ganz locker. Atme da ein. Und ausatmen. Bring Kopf und Faust zur Mitte, die Faust nach links. Und lass den Kopf ab. Richtung der linken Schulter sinken. Den Fein, den rechten Teil deines Nackens auf. Atme ein und lass aus, atme auf. Einatmen, deine Hände über die Seite noch um, mach die ganz lang. Sammel alles auf, was brauchst du für heute. Und ausatmen, Hände vors Herz, zentrier dich. Einatmen, sammel die, wer groß, lang. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, nochmal die Hände nach oben bringen. Und dann da bleiben. Öffne dich, lass deine Brust Richtung Himmel ziehen. Lass deinen Blick mitschweifen. Begrüße den Tag. Schultern sind ganz relaxed. Genieß die Position. Und dann bitte den Setzer, damit wir noch ein bisschen was dazu denn. Wecken wir uns jetzt unsere Finger auf und klatschen jetzt für heute das erste Mal beifall. Das tun wir viel zu wenig oft. Schultern bleiben ganz locker dabei. Aber wenn soll ja auf Stumm sein, ein bisschen herin sogar. Ein bisschen noch, jetzt darf man euch schön warm werden. Ein bisschen halten, halten. Und locker lassen. Schüttel die Hände mal aus. Da mal die richtig die Finger von dir weg. Da mal alles rausgeht. Den Mund werden. Genau. Und mal langsam ruhig wieder. Schränk nochmal deine Finger ineinander und probier mal mit deiner Faust so einen liegenden Achter vor dir zu formen, zu ziehen. Nimm die Handgelenke gern. Und weil die Ohrseiten bekanntlich richtig gut geht, wechseln wir jetzt die Richtung. Verbinden wir mal die rechte mit der linken Gehirnhälfte ein bisschen. Ausatmen, lass die rechte Hand zum Boden sinken, mach die mit der linken nochmal richtig lang und dann dehn die auf die rechte Seite. Druck ganz bewusst deine linke Gesäßhälfte an die Matten, dass dein Becken gerade bleibt. Öffne die. Lass deinen Nacken ganz locker, deinen Kopf sinken. Genieß die Dehnung in der Flanke. Deiner nächsten Einatmung kommt zur Mitte. Mach dich nochmal lang. Ausatmen, lass die Hand sinken, wenn nur länger. Und dann zieh dich auf die linke Seite. Schulter ist weit weg von der Waschel. Die rechte Pobacke, rechte Sitzbeinhöcker. Zieh dich Richtung Matten, Richtung Unterlage. Fest verbunden, ganz geerdet. Einatmen, komm wieder zur Mitte, mach die lang in der Wirbelsäule und ausatmen, trage nach rechts. Komm in eine erste, ganz feine, leichte Drehung.
darauf, dass der Bauchnabel aktiv ist. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Und ausatmen, gerade noch links. Genieß die erste Aktivität in der Wirbelsäule. Die Aufrichtung. Drehung. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Und ausatmen, lass die Hände vor dir auf den Boden sinken. Kipp dein Becken ein bisschen mehr nach vorne. Komm mit einem geraden Rücken leicht nach vorne. Das muss nicht weit sein, es reicht auch, wenn das nur ein bisschen ist. Wichtig ist, man öffnet deine Brust, mach einen langen Rücken. Und drück jetzt hier auch nochmal bewusst dein Gesäß in die Matte. Heb nicht an, bleib gut verwurzelt. Nacken ist lang, du hast keine Falten im Nacken. Und dann komm wieder zurück. Bring deine Sitzunterlage, wenn du hast, auf die Seite bitte. Und komm in deinem Weg in den Vierfüßlerstand. Wenn du magst, kannst du jetzt da noch die Zehen aufgestellt lassen, so wie es für dich bequem ist. Spreiz die Finger weit auseinander. Und damit wir die Handgelenke noch ein bisschen aufwecken, heute fangen wir mal über deine Handgelenke an zu kreisen. Ganz in deinem Radius, der dir gut tut. Spiel dir ein bisschen damit. Schau mal, wie es ist, wenn du noch ganz kleine Kreise machst. Welcher Bereich beim Handgelenk ein bisschen aufgewickelt wird. Und schau mal, was passiert, wenn große Kreise. Und dann find deine Präferenz. Wechsel einmal in die Richtung. Spür auch den Kontakt deiner Handflächen mit dem Boden, den du jetzt herstellst. Was für ein Halt du dir da schenkst. Pendel dich dann langsam wieder in der Mitte ein. Und dann schau mal, dass du deine Finger so gut wie es geht Richtung Knie da drehst. Wenn jetzt ein bisschen weiter, wenn jetzt nur seitlich sind, ist es überhaupt kein Problem. Wichtig ist, dass wir irgendwann einmal da hinkommen. Und jetzt beobachte einmal, je näher du, wie der richtige Abstand ist. Entweder gehst du näher, also jetzt bitte nicht so, wie ich es jetzt mache, überspitzt, sondern schon mindestens unter die Schultern oder wie es ist, wenn du ein bisschen weiter nach vorne gehst. Such da mal einen optimalen Abstand für dich, wo das gut tut. Da kann man sich einmal ein bisschen Tricks nehmen. Und dann fang ganz leicht nach vorne und nach hinten zu wippen. Schau, wie du dich da gut aufdehnen kannst. Gleich geschafft. Ja, dann wieder ruhig in der Bewegung. Löse auf, bring die Finger wieder nach vorne. Wenn du nicht hast, stell jetzt bitte deine Zehen auf und setz dich nach hinten in den Fersensitz. Die dehnen wir jetzt auch noch ein bisschen auf. Ich muss da manchmal meine Zehen ein bisschen richten. Bauchnabel ist aktiv. Wenn du nicht direkt auf die Fersen sitzen kannst, dann geh einfach mit dem Hintern nach oben. Und dann schütteln wir jetzt mal als allererstes unsere Hände aus. Bringen dann nochmal die Handgelenke nach vorne, Schultern lassen wir ganz relaxed und fangen dann nochmal zu kreisen an. Nehmen wir die super gut aufgewickelt heute. Wechseln dann nochmal die Richtung. Kontrollieren nochmal, ob die Schultern weg von den Ohrwaschen sind, die wollen dann gleich nochmal weiter aufgewickelt. Werden wieder ruhig in der Bewegung und schütteln nochmal aus. Mach jetzt auch mal intuitiv die Bewegung, die du jetzt für dich als richtig empfindest, die dir gut tut. Und komm dann mit deinem Vierfüßlerstand, schüttel nochmal die Zehen aus, Druck raus. Und find dann deinen neutralen Vierfüßler.
Und wenn dann deine nächste Einatmung kommt, dann roll die Wirbel für Wirbel in die Kuh, ins geführte Hohlkreuz. Und ausatmen, komm Wirbel für Wirbel in die Katze, in den runden Rücken, saug am Bauchknobel ein. Einatmen, Kuh. Öffne deinen Brustkorb, schaff weite. Ausatmen, Katze, werd ganz rund. Lass deine Schulterplatten auseinanderfließen. Mach dies wieder ganz in deinem Atemfluss, in deinem Rhythmus. Schaff wieder Einheit zwischen Bewegung und Atmung. Und komm dann mit deiner nächsten Einatmung zurück in einen neutralen Vierfüßlerstand. Wir stellen die Zehen auf. Gehen nochmal Druck mit den Fingerkuppen in die Matten. Und im Einatmen die Knie ganz leicht weg vom Boden. Die Schultern sind aktiv, druck die aus. Der Bauch ist aktiv. Wir sind ganz stabil, ganz stark. Atme da ein und ausatmen, schieb deinen Oberkörper zurück zu den Oberschenkel. Und dann heb deine Knie. Bring ein bisschen Bewegung ein in den Hund. Mach das, was gut tut. Dreh deinen Kopf einmal mit, wenn du das sonst noch nicht gemacht hast. Find dich richtig gut ein, ich mach das, was jetzt braucht. Und werd dann langsam wieder ruhig in der Bewegung. Find dich ein im ersten Hund. Deine Füße müssen auch noch gar nicht gestreckt sein. Lass die Knie noch leicht gebeugt. Wichtig ist, dass du die Länge im Rücken schaffst. Deine Ellbogen drehen sich Richtung Boden. Dadurch kriegst du ein oberes, stabiles, breites Kreuz. Atme da ein und komm ausatmen mit kleinen Schritten nach vorne in die Vorbeuge. Leg den Bauch auf die Oberschenkel ab. Lass dich noch unten hängen. Nacken ist ganz locker. Mach dich noch mal ein bisschen um und um. Lass noch mal schlenkern am Kopf. Wenn er sich noch richtig schön einbändelt hat, komm mit der Einatmung in die halbe Vorbeuge. Lass dein Steißbein nach hinten ziehen, dein Scheitel zieh dich nach vorne. Verlagere das Gewicht Richtung Fußballen und genieße jetzt einmal die Aktivität, die Kraft. Und die Länge in deiner Wirbelsäule, wie du sie richtig auseinanderziehen kannst. Wie stabil sie ist. Und jetzt hier auch, seht ihr das, mein Bauchnabel ist jetzt nicht aktiv. Und jetzt mache ich ihn aktiv. Und jetzt ist immer nur der Rücken gerade, aber ich falle nicht in ein Hohlkreuz. Und wenn es dir noch gelingt, schieb deine Schultern nach hinten, öffne deine Brust. Und da sieht man mal mit, wie wenig Bewegung man ganz, ganz viel bewirken kann. Einatmen und ausatmen, genau mit dieser Länge in der Wirbelsäule jetzt nochmal in die Vorbeuge gehen. Stell die Fingerkuppen vor den Zehen auf und werde da wieder dynamisch. Beweg deine Knie, beug und streck sie abwechselnd. Schau da mal, wo du da dann in dein Becken eine Dehnung kriegst oder ob du es ein bisschen sinken lassen kannst beim gebeugten Bein. Mit richtig deine ganze Beinlänge in Bewegung, in Dehnung bringst. Was gut tut, morgen aufstehen oder vor allem am Vormittag, viele sind sicher schon länger wach.
wieder ruhig in der Bewegung. Beug beide Beine, Knie und komm mit der Einatmung mit dem geraden Rücken nach oben. Mach die ganz langsam mit dir. Und ausatmen, bring die Hände vors Herz. Zentrier die. Einatmen und ausatmen, lösen. Komm ans vordere Ende deiner Matte bitte. Bau dein Tadasana auf als Vorbereitung für den Sonnengruß. Ach, dabei drauf. Füße sind hüftbreit aufgestellt, Zehen zahn nach vorne, Schambein kippt leicht Richtung Brust. Und dann vorwärts ins Normal, wie bei der Massage über die Brust. Lassen Sie sich nochmal öffnen, Schultern entspannen, Hände ziehen nach unten, Scheitelkrone zieht nach oben. Und dann schließ nochmal deine Augen. Spür dein. Diese Aufrichtung im Tadasana. Und geh jetzt nochmal mit deinem Bewusstsein in deine Fußsohlen. Bemerk, wie sie aufliegen am Boden. Wie du dich damit verbinden kannst. Und bemerke mal, was für ein Halt du vom Boden unter dir und von deinen Füßen bekommst. Wie du getragen wirst von Mutter Erde. Und wie du aufrecht und stabil bleibst dank deinen Füßen. Schenk dein Lächeln und öffne deine Augen. Einatmen, sammeln jetzt. Und ausatmen, zentrier dich. Einatmen, öffnen, sonnen. Und ausatmen, komm mit dem geraden Rücken in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, steig mit rechts zurück, erd dein Knie. Einatmen, sonnen, öffnen. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, in die Bank steig, stabil werden. Und ausatmen, Knie und Oberkörper ablegen, in die Bauchlage. Einatmen, Cobra. Ausatmen, komm in den herabschauenden Hund. Atme dort tief ein und ausatmen, steig mit rechts nach vorne, als linke Knie. Einatmen, Sonne und ausatmen, steig mit links in die Vorbeuge. Einatmen, mit geraden Rücken nach oben kommen. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, sammeln. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, sonnen. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, jetzt mit links zurücksteigen, Knie an. Einatmen, sonnen. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, Bank. Ausatmen, Knie und Oberkörper ablegen. Einatmen, Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Tief einatmen. Und ausatmen, mit links nach vorne steigen, rechtes Knie. Einatmen, Sonne. Ausatmen, mit rechts in die Vorbeuge steigen. Einatmen, mit geraden Rücken nach oben kommen. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, sammeln. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, sonnen. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge.
Ausatmen, mit rechts zurückstellen. Einatmen, sammeln. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, Bank. Ausatmen, Knie und Oberkörper abbringen. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Tief einatmen. Und ausatmen, mit rechts nach vorne steigen, linkes Knie erden. Einatmen, sammeln. Ausatmen, mit links in die Vorbeuge. Einatmen, mit geradem Rücken nach oben kommen. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, sammeln. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, sammeln. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, mit links zurücksteigen, Knie erden. Einatmen, sammeln. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, Bank. Ausatmen, Knie und Oberkörper ablegen. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Tief einatmen. Und ausatmen, mit links nach vorne steigen, rechtes Knie. Einatmen, sammeln. Ausatmen, steig mit rechts in die Vorbeuge. Einatmen, mit geradem Rücken nach oben kommen. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, sammeln. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, sonnen. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, mit rechts zurücksteigen. Einatmen, sonnen. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, Bank. Ausatmen, Knie und Oberkörper ablegen. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Tief einatmen. Und ausatmen, mit rechts nach vorne steigen, linkes Knie erden. Einatmen, sammeln. Ausatmen, steig mit links in die Vorbeuge. Einatmen, mit geradem Rücken nach oben kommen. Ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, sammeln. Ausatmen, zentrieren. Einatmen, sonnen. Ausatmen, Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, mit links zurücksteigen, Knie erden. Einatmen, sammeln. Ausatmen, Hände zur Matte. Einatmen, Bank. Ausatmen, Knie und Oberkörper ablegen. Einatmen, Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Tief einatmen. Und ausatmen, mit links nach vorne steigen. Rechtes Knie an. Einatmen, sammeln. Und ausatmen, mit rechts in die Vorbeuge steigen. Einatmen, mit geradem Rücken nochmal nach oben kommen, sammeln die Norma, nimm alles mit. Und ausatmen, bring die Hände vors Herz. Atme dann nochmal ein und löse ausatmend. Bau dein Tadasana noch einmal auf. Schließ deine Augen. Spür deine Atmung. Vielleicht ist sie ein bisschen schneller. Lass sie sich beruhigen. Spür mal, wie schnell und kräftig dein Herz jetzt schlägt. Spür deine ganze Lebendigkeit. Wie wach dein Körper jetzt ist. Und aufgewärmt.
wie er kribbelt, pulsiert, atmet. Und spüre noch einmal deine Verbindung deiner Fußsohlen mit der Erde. Lass deine Wurzeln nur weiter wachsen. Schenk dir noch ein bisschen mehr Halt. Genieß es. Lächle. Und öffne deine Augen. Bleib in deinem Tadasana aufrecht stehen und verlagere jetzt ganz langsam dein Gewicht aufs linke Bein. Spürst du schon mal, wie sich jetzt der Druck am Boden verändert, wie du dich nur ein bisschen mehr verbinden kannst. Und dann heb dein rechtes. Fangen wir mal an, mit deiner Fußschaufel zu kreisen. Ein bisschen knacksen. Ölen dann mal so ein bisschen das Gelenk. Und auch hier mal die Richtung wechseln. Langsam ruhig in der Bewegung, zieh die Fußschaufel zu dir, flexen und weg von dir, dehnen, flexen, dehnen, genau, und in die Richtung bewegen, braucht es auch, nochmal flexen, nochmal dehnen, letztes Mal flexen, locker lassen und das Bein satt aufstellen, das Gewicht nach rechts verlagern, bewusst verbinden und dann das linke Bein heben und da zu kreisen beginnen. Genau. Tut auch einmal gut. Ganz bewusst einmal die Fußschaufeln bewegen. Einmal die Richtung wechseln. Merkt man mal, wie viel Druck das da eigentlich drin ist. Ruhig werden in der Bewegung und jetzt auch wieder flexen und dehnen, flexen, dehnen, genau und genießen dabei. Nochmal flexen, locker lassen und darauf stellen. Verlagere dann das Gewicht bitte wieder nach links. Mach so Kaktusarme. Schau, wenn es geht, dass deine Ellbögen, wenn es geht, in Schulterhöhe sind. Und hebe mal die Fersen vom rechten Bein. Genau. Atme da ein und ausatme, gerade auf die rechte Seite. Wir drehen uns jetzt immer nach rechts, immer zum Knie. Einatmen Mitte und ausatmen nach rechts. Einatmen Mitte. Einmal Mitte, einmal drehen und mit der Einatmung auflösen. Die Beine wieder in eine schöne Position bringen, Gewicht nach rechts verlagern, linke Ferse heben, Kaktusarme. Und achte auch darauf, dass dein Schambein, dein Unterleib aktiv bleibt. Einatmen und ausatmen, jetzt nach links tragen. Einatmen Mitte, ausatmen drin. Einatmen Mitte, ausatmen drin. Nur einmal Mitte, einmal drin. Mitte und auflösen. Schütteln wir mal alles aus, was ausgeschüttelt gehört. Kann man Geräusch dazu machen. Ich mag die Schüttelbewegung in der Früh so wahnsinnig gern. Schau, wenn du magst, dass du mal so ein bisschen in Springen kommst. Einfach einmal alles angeben auf den Boden. Wenn du magst, noch du ein bisschen seufzen dazu. Jetzt sind wir einfach ein bisschen ein Kind sein. Früher haben wir da auch so latzig gemacht. So fein. Genau, vielleicht machen wir sich einmal dran. Das braucht es in der Früh. Genau. Die muss ich sich gut schauen.
Und dann werden wir langsam wieder ruhig. Lass mich so streifen und uns aussehen. Uns ein in den Boden. Und wieder zur Ruhe kommen. Fein war das. Wir finden wieder unser Tadasana. Verlagern das Gewicht wieder nach links. Wurzel dich wieder richtig gut ein in meinen linken Fußsohlen. Und ziehe das rechte Knie zu dir. Upsi. Ich suche auch meine Balance. Ich auch hoffentlich. Ich hoffe, ich habe sie schon gefunden. Gut. Die Dehnung spüren. Die Kraft im Bein. Und wieder lösen. Aufstellen. Gewicht verlagern nach rechts. Balance zuerst finden. Und dann das linke Knie zu dir ziehen. Mal gut aufdehnen. Fein. Und wieder lösen. Verlagere das Gewicht wieder nach links. Und schnapp dir deine rechte Fußschaufel. Ups. Streck die linke Hand aus, wenn es dann feiner ist. Und jetzt drück Fußschaufel und Handflächen gegeneinander. So schaffst du in einem großen Hüftbeuger. Iliopsoas, nochmal eine feine Dehnung. Und in der Schulter, die geht natürlich mit. Spür deine Stabilität, deine Verwurzelung. Und löse langsam. Verlagere das Gewicht wieder nach rechts, ganz bewusst. Verbind dich mit der Erde. Und wenn du soweit bist, schnapp dir deine linke Fußschaufel. Und druck auch wieder Fußrücken und Handflächen aneinander. Schultern sind ganz relaxed. Schön. Und lösen. Wenn du magst, schüttel nochmal für einen Moment deine Beine aus. Find wieder dein Tadasana. Verlagere das Gewicht wieder nach links. Und dann find jetzt bitte in deine Position des Baumes. Lass entweder die Zehen am Boden, am Schienbein oder bring deinen Fuß auf den Oberschenkel. Und mit der Einatmung bring deine Hände über die Seite nach oben. Breit dein Blätterdach über dir aus. Such deine Mitte. Genieß dein schützendes Blätterdach, das du jetzt geschaffen hast. Genieß die Stabilität, wieder so fest verwurzelt, mit der Erde verbunden. Da stehst du in deinem Baum. Du dadurch immer mehr und mehr erden kannst und gleichzeitig wachsen darfst. Einatmen und ausatmen, zentrier dich, indem du deine Handflächen vor dein Herz bringst. Einatmen und ausatmen, langsam lösen. Bring das rechte Bein zum Boden, verlagere dein Gewicht nach rechts, verwurzel dich ganz bewusst mit der rechten Fußsohle und find mit dem linken Bein in deinen. Einatmen, die Hände über die Seite nach oben, öffne die, wachs, schaff Raum für die, genieße es, fest verwurzelt mit der Krone, die diesmal zum Himmel steigt, Himmel strebt. Aber wenn wir ein bisschen wackeln und ziehen, dann egal, was für Wind in das Leben entgegen schmeißt. Es passiert viel, aber eins passiert nicht. Wir fallen nicht um. Einatmen und ausatmen. Bring die Hände vors Herz, zentrier dich. Genieß diese Stabilität, diese Erdung. Deine Wurzeln, dein
Wachstum. Atme ein und löse langsam auf. Schüttel einmal die Beine aus. Genau. Find langsam wieder an deinen Matten Anfang, wenn du da jetzt nicht mehr bist. Bau dein Tadasana wieder auf. Einatmen, bring die Hände über die Seite nach oben. Und ausatmend, komm in die Vorbeuge. Lass dich so richtig nach unten hängen. Kippe dein Becken, sodass dein Steiß Richtung Himmel zieht. Wenn du magst, greif deine Ellbogen und schaukel ein bisschen. Nach links und nach rechts. Oder einmal nach vorne und zurück. Schau, was dir da jetzt gerade passt, was gut tut. Lass auch deinen Nacken ganz locker, deinen Kopf baumeln. Genieße dir die Länge, die jetzt in deinem Rücken entsteht. Ein. Und werde dann langsam wieder ruhig in der Bewegung. Stell die Hände neben deinen Füßen auf und steig zurück in den herabschaltenden Hund. Gut. Tauch jetzt einmal richtig ein, deine Stärke verbind dich mit Händen und Füßen wieder mit dem Boden. Spür deine Mitte, die du jetzt schaffst, die Länge in deinem Rücken. Wie gut sich der Hund jetzt anfühlt im Vergleich zum Anfang. Atme tief ein und lang und langsam aus. Genieß die Position. Adho Mukha Svasana, der herabschauende Hund. Atme nochmal ein und lass ausatmen, deine Knie mattenbreit zum Boden sinken, deine Zehen schauen sich an, Gesäß schiert Richtung Fersen, leg deine Stirn am Boden auf, komm an in einer Variation der Stellung des Kindes, des Balasana. Lass einmal locker. Und beobachte jetzt wieder dein Atem, wie in dir ein- und aus dir ausströmt. Wie du jegliche Spannung aus deinem Körper ziehen lassen kannst jetzt. Werde nochmal bewusst, wo dein Körper den Boden berührt. Spür mal ganz genau Körperteil für Körperteil. Schaff dadurch nun mehr Verbindung zur Mutter Erde, indem du die einfach nur tragen lässt, ganz bewusst und genussvoll. Stell dann langsam deine Fingerkuppen auf und wander da leicht nach vorne, sodass du richtige Länge in deiner Wirbelsäule schaffst. Und wenn du dann schön lang bist, dann wander mit deinen Fingern auf die rechte Seite, in der linke Flanke. Nacken bleibt dabei locker, der muss gar nicht mitarbeiten. Und schick jetzt deine Atmung richtig schön Richtung Rippenbogen. Schaff dadurch nur mehr Raum in deinem Körper. Blas dich richtig auf. Und wandere dann langsam über die Mitte mit Länge auf die rechte Seite. Bleib dabei in deiner tiefen Atmung.
bin dann wieder zurück zur Mitte. Lass noch mal kurz locker. Atme ein und aus. Und komm dann langsam in den Felsensitz. Genau. Wenn du im Felsensitz bist, wenn du dir das direkt auf den Felsen zu viel ist, kannst du gerne dein Polster oder auch Decken zusammenrollen und einfach so wie jetzt den Polster zwischen Unterschenkel und Oberschenkel. Dann ist der Druck nicht so groß. Schau dann, dass du jetzt dein rechtes Bein ausstreckst. Da kannst du dir auch gerne dann auch, ich mache es jetzt am linken, kannst du dir auch gerne da eine Unterlage unten einlegen, wenn das nicht angenehm ist. Such dir da deine Position. Zieh dann die Fußschaufel zu dir. Und zieh die ganze Hüftseite zu dir, sodass du in deinem Becken gerade bist. Genau. Richte richtig auf. Einatmen. Und mit der Ausatmung geh mit dieser Länge im Rücken leicht nach vorne. Genau, verneig dich. Einatmen, wieder ein bisschen lösen. Ausatmen, Dehnung schaffen. Einatmen, lösen. Ausatmen. Noch einmal einatmen, letztes Mal dehnen und einatmen, nach oben kommen. Stell jetzt deinen Fuß auf, komm in einen Ausfallschritt. Anjaniasana. Gut, und einatmen, öffne dich. Gut, zieh jetzt aktiv Oberschenkel und Felsen zueinander, level wieder dein Becken. Acht drauf, Knie so ein Sprunggelenk ausrichtet. Atme ein und ausatme, drehe dich auf die rechte Seite. Lass dich von deinen Händen auseinanderziehen. Mehr ganz lang. Genieß das. Bleib da für einen Moment. Atme. Wenn der Einatmung kommt, öffne dich nochmal. Und ausatmen, bring die Hände zum Boden. Schieb dein Gesäß leicht nach hinten. Zieh die Fußschaufel daher. Bleib mit dem Gesäß jetzt auch in der Luft. Mach einen langen Oberkörper und zieh den rechten Teil von deinem Becken leicht nach hinten wieder, sodass du wirklich gelevelt bist. Brust zieht nach vorne. Gut. Einatmen. Ausatmen, nochmal in den Ausfallschritt kommen. Hände zum Boden. Linke Zehen stellen sich auf. Und dann kommt zurück über den Vierfüßler in den Fersensitz. Gut, heute sind wir ein bisschen verwurstelt unterwegs. Wir strecken jetzt das linke Bein aus. Richte dich da nochmal gut ein. Zieh die Fußschaufel zu dir und jetzt schieb deine ganze Fußlänge nur leicht nach hinten. Ich hoffe, ihr seht es das im Computer. Wir werden wieder ganz lang atmen ein und mit der Ausatmung verneigen wir uns wieder von uns selbst. Kommen wir nach vorne. Einatmen, wieder lösen. Ausatmen, dehnen. Gut. Einatmen, lösen. Ausatmen. Einatmen, lösen. Ausatmen, ein letztes Mal dehnen. Einatmen, nach oben kommen. Und ausatmen, ins Anjaniasana finden. Schön, Ausfallschritt. Wieder aktive Dehnung schaffen, mit Kraft. Und komm mit der Einatmung nach oben, öffne dich. Gut, Bauchnabel ist aktiv. Becken gelevelt. Atme ein und ausatme, drehe dich auf die linke Seite. Schaff wirklich wieder Raum für dich. Schieb dich auseinander. Gut. Versuche, dass dein Blick über das Brustbein nach vorne geht. So ist es einfacher. Und wenn du Probleme hast mit der Balance, stell die Zehen auf. Gut. Atme.
geschafft. Einatmen, komm wieder nach oben. Ausatmen, Hände zur Matte. Wenn du magst, stell die Zehen auf und schieb die zurück in den Runner Stretch. Da auch wieder. Hüften nach hinten ziehen. Fußschaufel ist gelevelt. Lange Brust, offene Brust, lange Rücken. Und genießen. Einatmen. Und ausatmen. Zurück ins Anjanyasana. Nochmal die Dehnung spüren. Find dann wieder zurück in deinen Vierfüßler, in die Stellung des Kindes. Wäre nochmal ganz ruhig im Rücken. Und mag spring die Hände nach hinten. Atme nochmal tief ein. Und lang aus. Lass dich dann unter den Rücken wieder ganz entspannen. Nochmal einatmen und ausatmen, Oberkörper heben, bring das Gesäß auf die Seite, stell die Beine auf, rutsch noch ein bisschen weiter nach vorne auf deinen Sitzbeinhöckern, damit sich die auch nochmal gut verbinden im Boden. Jetzt haben wir leider keine Zeit mehr für unseren Gurt, der hat sich halt wieder gewehrt. Mach nochmal ganz an. Langen, aufrechten Rücken. Atme ein, gib in Länge. Atme aus, wer rund. Einatmen, Länge gewinnen. Ausatmen, rund. Gönn deine Wirbelsäule noch mehr Bewegung. Mach das ganz in deinem Tempo. Ganz genussvoll. Letztes Mal einatmen und mit der Ausatmung und mit Kraft aus dem Bauch lass die Wirbel für Wirbel Richtung Boden gleiten, Nacken mit Länge auflegen, Knie zum Oberkörper ziehen und mach jetzt die Bewegung, die du jetzt brauchst. Kreisen, schaukeln, wippen, ganz egal. Mach das, was dir dein Körper jetzt sagt. Was dir gut tut. Und genieß das. Wenn du kreisende Bewegungen machst, wechsle jetzt bitte die Richtung. Dann werde wieder ruhig in der Bewegung. Stell die Beine am Boden auf. Streck das rechte Bein aus. Das linke ist angewinkelt. Kannst du auch die linke Hand jetzt mal so richtig schnell von dir wegstrecken. Schnapp dir mit der rechten das linke Knie. Atme ein. Und ausatmen. Lass das linke Knie Richtung auf die rechte Seite, Richtung Boden sinken. Der Blick kann dann nach links rollen, wenn das angenehm ist. Wenn nicht, dann ist der Blick Richtung Decke gerichtet. Atme tief, tief ein. Und lang und lösend aus. Lass mit jedem weiteren Atemzug sämtliche Spannung ziehen. Deine Gesichtszüge wieder weich werden. Dein Atem ruhig und fließend. Kannst ohne Beeinflussung. Spür wieder, wie sich der Atem seinen Weg durch deinen Körper bahnt, bis im Bauch.
Nimm mit jeder Einatmung wieder Ruhe, Gelassenheit in dir auf. Lass mit der Ausatmung alles los, was dich schwer macht, bedrückt. Gelassenheit einatmen, Spannung ausatmen. Und wenn jetzt dann ganz in Ruhe der nächste Ausatmung kommt, trage wieder zur Mitte, löse auf. Streck dein linkes Bein aus, winkel das rechte an. Streck den rechten Arm weg von dir an. Schnapp da mit der linken Hand das rechte Knie. Nacken ist weiterhin lang, nicht überdehnt. Atme ein. Und ausatmen, lass dein rechtes Knie nach links sinken. Bring den Kopf, den Blick nach rechts. Lass wieder alles los mit der Ausatmung. Lass dich deine Schultern entspannen. Der Kiefer ist ganz locker. Und du atmest weiterhin Ruhe und Gelassenheit ein. Und Spannung. Schwere aus. Kiefer ist ganz warm. Dadurch entspannt sich jetzt auch dein Beckenboden. Dann löse mit deiner nächsten Ausatmung ganz in Ruhe auf, komm wieder zur Mitte. Zieh dann nochmal beide Knie zu dir, ganz fest zum Oberkörper, bring deine Stirn Richtung Knie. Wenn nochmal ganz klar an, ich will dich nochmal richtig ein, baue nochmal Spannung auf. Halt das nochmal für einen Moment. Halten, halten. Und lass los, streck alle Viere von dir. Komm mal an in Shavasana und spür mal nur, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Spür, wie er aufliegt auf deiner Unterlage. Bemerk die Berührung mit dem Boden, mit Mutter Erde. Die Verbindung, die du jetzt aufgebaut hast. Schenk dir einen tiefen Atemzug. Und wenn du ausatmest, schenk dir einen Seufzer. Noch an so einen Atemzug. Und dann bereite jetzt ganz in Ruhe, ganz fein und gemütlich für die Endentspannung vor. Deck dich zu. Oder zieh dir was an.
Oder bleibt gleich direkt im Shavasana. Ja, dass du das so richtig bequem und gemütlich machst jetzt. Und find dann, wenn du fertig bist mit deiner Vorbereitung, zurück in dein Shavasana, in deine Rückenlage. Ruckel dich so richtig fein zurecht. Schau nochmal, wo dein Körper eine ganz kleine, leichte Bewegung braucht, damit du nur ein bisschen bequemer liegst. Und lass deine Augen bitte noch ein bisschen geöffnet. Spür nochmal deinen ganzen Körper. Komm mit deinem Bewusstsein nochmal zu deiner Atmung. Verfolg nochmal deine Atmung. Durch den Naseneingang. Über die Brust. Bis in den Bauch. Vom Bauch. Über die Brust. Wieder durch den Nasenausgang. Merke, wie deine Atmung dadurch wieder tiefer wird. Wie dein Blick zu schweifen beginnt. Und dann lass einmal deinen Blick zum Punkt wieder weit über dir wandern. Wieder so, als würdest du deine Augenbrauen anschauen wollen. Trag deine Augen richtig nach oben. Bleib dabei in einer tieferen Atmung. Einatmen. Ausatmen. Spür die Spannung deiner Augen. Einatmen. Ausatmen. Nochmal einatmen. Und mit der Ausatmung schließ ganz langsam, ganz sanft deine Augen. Spür wieder durch jeglichen Druck aus deinen Augenlidern, aus dem Bereich rund um deine Augen entweicht. Wie sich deine Augenlider ganz sanft schließen. Wie schön entspannt deine komplette Augenpartie jetzt sein darf. Stirn, Augenbrauen. Bis über die Schläfen, zu den Wangenknochen. Der Bereich um deine Nase wird ganz locker. Kiefer wird ganz locker. Du merkst jetzt auch ganz bewusst die Berührung deiner Lippen, die ganz sanft ist. Ganz fein. Ich spüre mal ein, wie sich das auf der Oberlippe und auf der Unterlippe anfühlt.
spüre, wo sie sich intensiver und wo sie vielleicht ein bisschen weniger intensiv Kontakt zueinander finden. Wenn du das Bedürfnis hast, lass sie sich öffnen. Dadurch dein Kiefer noch ein bisschen lockerer werden. Dein Kopf fällt jetzt ganz schwer in deine Unterlage rein. Dein Nacken entspannt sich dadurch. Deine Schultern sinken in die Matte. Jetzt mit deinen Gedanken zu deinem kompletten rechten Arm. Spür, wie er am Boden aufliegt. Wenn du jetzt vorstellst, dein Arm würde auf Sand liegen, wo sinkt er am tiefsten ein? Wo wird dein Arm am schwersten? Lass ihn sinken. Schwerer. Geh dann mit deinem Bewusstsein zu deinem linken Arm. Vergleichen mit dem rechten. Dann spür mal rein, an welcher Stelle dieser Arm am tiefsten im Sand versinken würde. Und lass ihn ganz schwer werden. Ganz verbunden. Geh dann zu deinem Rücken. Spür, wie dein oberer, dein mittlerer, dein unterer Rücken inklusive Gesäß am Boden aufliegt. Schau, wo er Kontakt zum Boden hat. Und dann spür mal ein, an welcher Stelle dein Rücken und dein Gesäß am tiefsten in den Sand hineinsinkt. Dadurch noch geerdeter und verwurzelter wird. Gedanklich weiter zu deinem kompletten rechten Bein. Wie liegt es am Boden auf?
fühlt es sich an? Und an welcher Stelle versinkt dein rechtes Bein? Und wo kannst du dich noch ein bisschen mehr verbinden? Schwerer, geerdeter werden. Geh dann zu deinem linken Bein. Spür, wie dein linkes Bein am Boden aufliegt, wo und wie es den Boden berührt. Und stell dir auch mit deinem linken Bein vor, an welcher Stelle es am tiefsten im Sand versinkt. Das ist ganz schwer, ganz entspannt.